Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge zu Watch Dogs 2. Ja, wir fahren heute ein bisschen luxuriöser ran mit einem Cadillac, ist das, glaube ich, so. Das schaut Josh, so ein bisschen aus. Ich bin bei den Dogs. Muss ich was wissen, bevor ich loslege? Pass auf die Taskers auf. Scheiße, ist das deren Revier? Ja. Okay, ich suche mal den Server. Vielleicht wird's nicht so schlimm. Da müssen wir echt aufpassen, ein bisschen noch. Hier ist auch regelrechter Verkehr. Sollte natürlich soweit auch gar kein Problem sein, hier mal kurz anzuhalten. Mach mal her. Für wen hältst du dich? Etwas mehr benehmen. Ja. So, und wie ich auch in der letzten Folge versprochen habe, werde ich in der Folge dementsprechend ein bisschen drüber sprechen, welche Games ich gerade aufnehme, die auch in der Zukunft kommen werden. Aber das machen wir gleich. Hier können wir dann auch wieder einen Hinterhalt vorbereiten. Das ist wahrscheinlich, wenn wir der Deal auf dem Platz, können es ja einfach nicht mehr vertuschen. Und das müsste dann hier gleich sein. Ich erstelle jetzt das Mosaik. Was Interessantes? Die Taskers fahren immer Krankenwagen. Die Cops nehmen immer einen Leichensack mit. Was? Statistisch gesehen ist das sicherste Fahrzeug für einen Personentransport ein Krankenwagen. Ich bezweifle, dass es denen um Patientensicherheit geht. Das glaube ich auch. Im Sperrgebiet, ja gut, wir sind unterschreiben in dem Sinne erstmal nicht. Hier stehen Leute. Hier steht eine Wache. Das ist mein Weg hier raus. Ich muss nur aufpassen, dass dabei weder ich noch die Beweise draufgehen. Okay, der muss ich stehlen. Das ist, passt. Meinst du wirklich, dass das klappt? Der Polizeichef hat den Ruf. Sein Temperament wird mit ihm durchgehen, da wette ich drauf. Der hätte den Job nie kriegen dürfen. Wir haben nicht immer die Wahl, wer uns beschützen soll. Das sollten wir vielleicht ändern. Das können wir auch. Ich habe hier einen Gabelstab gesehen gehabt. Und können erstmal schauen, dass ich... Wo ist denn dieser Gabelstab hier? War da irgendwo ein Gabelstab? Hier. Da ist zum Beispiel einer. Der hat was, was ich brauche. Also, ich habe Bock, dass wir hier eine Tonne hinstellen. Die müsste ja eigentlich ganz gut stehen. Kann man nämlich die dann fernzünden. Und vorne, das wär, die könnte ich nämlich auch. Also, das könnt ihr auch versetzen. Oder die zwei, aber dann mache ich gerade mal. Weil ich könnte hier raus auch fliehen. Das machen wir vielleicht noch. Ich werde schnell den einmal aufladen. Die Aufträge liebe ich am meisten. Wenn ich weiß nicht, ich finde es am geilsten, so diesen Auftrag vorzubereiten. Werde dementsprechend hier ein Fass hinstellen an die Seite. Werde jetzt noch nicht aktivieren wie beim letzten Mal, das war mein Fehler eben. So, sonst positionieren sie sich nicht so, wie ich das haben möchte. Da wäre auch noch gerade einer gewesen. Den kann ich dann auch später noch was noch verwenden, was ich noch brauche. Und ich werde noch, müssen wir es hier vorbereiten, dass ich als hier hinschmeiße. Okay, und ich gebe Ihnen überlegen, wo ich hingehe. Ah, nein, da wollte ich nicht hin. Hier gehe ich hoch. Könnte ich den Lahm legen. Hier könnte man das in die Luft jagen, das ist auch gut zu wissen. Dementsprechend werde ich mir aber, glaube ich, hier positionieren. Ich werde mir gerade noch meinen Gabelstapler nehmen und werde den da. Ah, doch, war schon richtige. Werde hier den Weg frei machen. Schon mal, dass ich dann hier rausfahren kann. Kann ich nämlich das ganz gut nutzen, glaube ich. Pack. Ist auch noch auf. Die lassen wir, glaube ich, direkt hier draußen stehen. Ich glaube, den brauchen wir jetzt soweit nicht. Mehr. Und das sind wir eigentlich in einer guten Range für alles. Da über, glaube ich, gut dran kommen. Dem Typen brauche ich auch nicht so weit keine Falle mehr stellen. Ich werde überlegen, wo ich mich nur positioniere, dass mich keiner sehen kann. Ich glaube, das ist vielleicht hier ganz in Ordnung. Wie komme ich an den ran? Ja, starten wir mal das Ganze. Ich klaue also gleich einen Krankenwagen von einem Haufen korrupter Cops und werde vielleicht erschossen. Immer hast du den ganzen Spaß. Und Showtime.
Den muss ich klauen. Die steigen aus. Da parkt er so, wie ich das haben wollte. Drüben auch. Eigentlich kann ich ja dann... mal den in die Luft jagen. Den auch in die Luft jagen. Den auch in die Luft jagen. Ah, die wissen, wo ich bin. Ja gut, ich glaube mich nicht. Oh, Spacke. Nein, 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 nein. Alter Schwede. Was? Der nicht die? Ja, das fehlt mein Markierung nicht. Hä? Ich hab. Wusste echt noch nicht, wo ich hinschieß, mein Glück, Alter. Das hat er mal. Ist nicht so, glaube ich, das wollte. Wieso nicht? Dann können wir so neu vorbereiten. Sehen wir uns gleich wieder. So, dann starten wir das Ganze mal, gucken, ob das so funktioniert, wie wir das haben wollen. Also, wir haben uns eigentlich gut vorbereitet diesmal. Einiges mal positioniert, wir haben mal einige Sachen hier. Die werden tatsächlich direkt geschockt, wo man zur Position direkt auch ankommen. Und lahmgelegt. Achso. Top, jetzt hat. So, ich klaue sogleich einen Krankenwagen von einem Haufen korrupter Cops und werde vielleicht erschossen. Immer hast du den ganzen Spaß. Und Showtime. Begleitet jetzt das. Also das Fahrzeug ist da. Das lassen wir jetzt hochgehen. Das lassen wir jetzt auch hochgehen. Den können wir, glaube ich, nur damit ein bisschen lahmlegen. Wir können nämlich gucken, ob wir vielleicht das mit einem Taser machen. Wir wollen gucken. Ah. Ich warte lieber, weil ich so, also wenn ich das Stealth schaffe, ist nämlich umso besser, logischerweise. Als wenn ich dann natürlich... Den haben wir lahmgelegt. Perfekt. So wäre es ja optimal. Yeah. War dann einen guten Jump runter. Und dann hat das ja eigentlich wie nach Plan funktioniert. Eigentlich sogar besser als Plan, würde ich mal sagen. Und dann Shit. Fahren wir hier raus. Echt eine Leiche geklaut. Werd die mal lieber schnell wieder los, Kleiner. Jo. Machen wir auf jeden Fall. Direkt vor dem FBI-Hauptquartier wäre doch gut. Hm? Du hast den wütender, korrupter Bullet-Jackpot geknackt. Hör dir das an. Osprey, komm! Keine Ahnung, was passiert ist, Sir. Als hätten sie gewusst, dass wir kommen. Sie sind vom Dienst suspendiert. Aber Sir! Kestra soll auf dem nächsten Boot sein und wehe, es ist zu spät. Nein, Sir. Cooper, Ende. Ja. Somit haben wir das geschafft. Und gucken wir mal, dass wir hier... Oh, rüberfahren. Und den abgeben. Vom FBI-Hauptquartier. Achso, okay. Guten Tag, der Herrn. Was gibt's zum Problem? Danke für deine Punkte. Auch wenn ich sie gerade nicht brauche. Hey, bleib mal stehen. Nehmen wir mal das Auto mit. Raus hier! Danke für das Auto. Die nächste geplante Schießerei ist auf Alcatraz. Um Mitternacht. Gruselig. Aber was soll schon Schlimmes passieren? Stimmt's? Oh ja, Alcatraz. Das ist der Auftrag. Im Ernst. Das ist ihr, Macbeth. Ich denk dran, wenn ich auf der verlassenen Gefängnisinsel ermordet werde. Bin raus. Jo, perfekt. Punkte. Und haben wir erreicht. Ja, es hat gereicht. 8 wieder 8 Forschungspunkte. Kann man sich nicht beschweren. Ist genau das gleiche. Ist ja geil. Aber der hat einen Hackantrieb. Ich bin gleich auf The Rock. Als Kind durfte ich nie hin, weißt du? Ist doch verrückt. Du liebst Alcatraz. Auch nicht mehr als andere. Schnell. Wann war dieser Auftritt in der Kantine? Welcher? Nerd. Hey, ich. Nerd.
Welche? Ja, ja, das machen wir auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Schauen wir mal, dass wir die Karte müssen verfolgen. Oh ne, das nicht. Nein, 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 will ich nicht. Das ist eine Koop-Auftrag, den will ich gar nicht. Ich will noch auf Alcatraz hier gehen. Machen wir doch ein bisschen Nebelzone hier noch. Karte anzeigen. Wir müssen so gucken, dass wir irgendwie ein Boot oder sonst. Oder können wir hinter. Oh, können wir noch Schnellreise machen. Machen wir das auch fast. Also brauchen wir da ewig hin. Ich glaube, ich weiß, welcher Auftrag das ist. Jetzt sollte dann so noch ein bisschen Alcatraz shoppen gehen. Bitte. Kaufen. Kaufen, kaufen, meine Freunde. Kaufen, 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 kaufen. Das ist alles hier kaufen. Eine Marke darüber haben wir das jetzt auch. Ja, machen wir ein bisschen so wieder. Alcatraz, ne, bleiben wir bei dem Hut. Ja. Ja, das haben wir da irgendwas nicht sozusagen gefühlt hier unten. Dankeschön. Wenn sie es verkaufen. Ah ja, ich. Schaut so aus, hätte auch das Zeug an. Oh, holen wir direkt wieder ein bisschen Kohle zurück. Das ist ja ein bisschen mehr Kohle für uns. Oder ja. Jo. Ja, würde ich sagen, legen wir auf jeden Fall los. Machen wir den Auftrag noch. Ich glaube, den fällt mir nämlich noch ein von früher. Hey, hallo, können Sie mir etwas über die Insel erzählen? Natürlich, junger Mann, was möchten Sie wissen? Wird sie von CTOS überwacht? Wurde erst vor kurzem installiert, aber ja. Wollen Sie nicht lieber was über die Geschichte dieses kulturell bedeutenden Wahrzeichens wissen? Ich habe den Audioguide, danke. Eine Stimme vom Band ist doch kein Ersatz für das Original. Ja, da haben Sie recht. Das sollte reichen. Es gibt mehr Material, als ich gedacht hätte. Das wird eine Weile dauern. Ich kann warten. Die Aussicht hier ist super. Ich glaube, es ist doch nicht der Auftrag, weil es gibt einfach mehr Aufträge. Also es gibt, ich glaube, der Hauptpersonenschiff kommt, glaube ich, auch auf Alcatraz nochmal. Ich habe Videos von Cops, die da Leute ermordet haben. Ja. Schon 5 oder 6 Mal. Dann muss ich hier weg, ohne die Killerpatrouille aufzuscheuchen. Keine Zeit. Kamera 11. Super. Und doch, ist doch vielleicht auch hier? Scheiße. Und das ist sicher Kestrel. Verschwinde da, Marcus. Nein, wir brauchen ihn. Lebendig. Er kann unsere Liste der Namen bestätigen. Die Cops sind schon drin. Jetzt helfen dir keine schlauen Pläne mehr. Also Freestyle. Ich glaube, da sind wir schon immer gut gewesen da drin. Aber ich würde auf jeden Fall auch gerne die Kerndaten mitnehmen. Kann ich die irgendwo entdecken? Ich kann die aufmachen, zumachen. Hier oben was zum Hacken oder habe ich mich gerade getäuscht? Ach, hier hinten. Ah, nice. So. Kann ich hier ohne Probleme runterjumpen eigentlich? Scheint so der Fall zu sein. So, was können wir mit dem machen? Da können wir eigentlich nur Mails checken mal bei dem. Und ihn ablenken. Das hebt uns auch. Diese Kerndaten sind auf der Etage. Die würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Okay, dann schicke ich mal meinen Roboter. Hier oben. Ah, ich verstehe. Nice. Kommst du mal wieder zurück, mein Kleiner? Dann gehen wir mal weiter. Also, da auf der Etage hatten wir ja keine nur gegenüberliegende Seite. Und im Erdgeschoss müssen wir einen hacken. Zwei Sachen können wir hacken, sehe ich gerade. Einmal. Und das andere nutzen wir vielleicht mal die Drohne. Wo ist denn das?
Achso, man braucht so entweder oder vielleicht wahrscheinlich. Ja gut. Dann brauchen wir die Drohne gar nicht mehr. Nehmen wir die mal wieder mit. Schauen wir, dass wir dann zu unserem Ziel rüberkommen. Vorsichtig. Taser mal auf, wie wir auspacken. Zentrale, ich untersuche einen möglichen Eindringling. Wieso war der nicht getasert? Scheiße. Au. Nein, nein, nein. So, die Waffen auspacken. Wo ist da die Verstärkung? Oh, da kommt der Kontakt. Jo, war nicht so geplant, müssen wir trotzdem so durchsetzen. Jo, versuche ich hier gerade irgendwie. Ah, hier. Komm, 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 komm. Danke, ich verschwinde dann mal von hier. Wechseln wir wieder zum Taser. Ja, ich würde sagen, wir gehen da wieder aufs Dach und verschwinden von oben, hätte ich jetzt gesagt. Komm, aber aufs Dach mit dir. Helikopter. Super. Okay, der hat mich nicht entdeckt. Was haben wir hier? Was kann ich denn da hacken? Okay, jetzt kann ich gerade so oder so nichts hacken. Ja, flieh von Alcatraz. Also ich muss jetzt irgendwie gucken, dass wir ein Boot finden oder sowas. Unten fahren ein paar Boote rum, sehe ich gerade. Sonst sehe ich gerade noch keine Boote hier. Doch, da vorne sehe ich Anglerboote. Ah, hier ist ein Aufzug. Den nehmen wir. Den fliegen wir runter. Dann der runter. La 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 la. Komm, runter mit uns. Nehmen wir das Brot noch ab. Dann sagen wir nur noch Tschüss. Steht hier von unserer Richtung. Gefühlt wieder lauter. Denken Sie an die Menschen, die Sie lieben. Wow. Eröffne das Feuer. Nein. Die haben da auf mich gewartet. Die. Piep.
Oh, schnell aufs Boot. Schnell aufs Boot. Und gib Gas. Und ciao. Jo. Ihr seid nicht schnell genug für mich. Alter, die Physik ist. Also, was ich so. Jo, hat das voll gerammt. Oh, ist untergegangen. Nice. Ab zu Golden Gate Bridge. Oder ist das? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, es ist ja gar nicht. Da ist die Golden Gate Bridge. Da, hier. Ab geht, Leute. Ich haue da mal ab, ne? Stört euch ja nicht. Geht dann gleich mal irgendwann am Land an. Oder vielleicht mit irgendwann ein Auto gleich ist oder so, so eine Art. Nehmen kann. Ich weiß nicht gerade, wo ich anlegen soll. Dass ich schnell runterkomme auf dem Boot. Los, 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 einmal hier rüber. Zack, zack, zack. Hier ist ein Auto für uns. Nennen wir das Motorrad. Oh ja. Das gefällt mir. Rückwärtsgang einlegen und ciao. Nice. Ah, vorsichtig. Helikopter kommt gleich. Der hat mich schon. Mist. Aber nicht mehr lange. Okay, da ist ein Gegner drin. Da soll ich nicht reingehen. Da ging das Auto an. Da kann ich mich, glaube ich, verstecken im Auto, ne? So. Also eigentlich müsste es ja das Fliegen zählen mal. Früher oder später. Ja, genau. Ne, doch nicht. Also irgendwie ja und irgendwie auch nicht. Also Cops kann man aber auch keine neuen nach. Ja, nehmen wir das Motorrad nochmal schnell und fahren woanders hin. Man kann sich ja nicht beschweren. Wow. Wir müssen gleich irgendwo untertauchen gleich. Oh mein Gott! Also ich glaube dann nicht wo merke, wo ich hin bin. So, hier sind aber keine Garagen für uns. Aber hier ist ein Tunnel. Verlegt die Position für besseres Schussfeld. Bin mal gespannt, ob der Helikopter jetzt auch einfach umdreht. Weiß wer. Ja, macht er. Was für eine Scheiße, ist doch mal von hinten und vorne nicht mehr, das ist egal. Hildraum. Irgendeine Garage, wo ich reinfahren kann. Ja, wahrscheinlich hat der Kopf. Die Cops sind schon wieder. Also, das ist ja mal so. Also, so schlimm ist es nicht mal GTA. Da ist kein Eingang. Hä? Ist das hier ein Eingang? Nee. Hier ist auch kein Eingang. Der Helikopter, das gibt's doch nicht. Die Scheiße lustig kriegen. Das ist nochmal was anders. Ich will ja auch ein paar Witz. Ich kann. Bock mal.
Hä? Wo ist Ellie hin? Okay, ne, da war ich vielleicht nicht da, genau da, wo die Gegner sind. Ja, das dachte ich mir gerade. Jetzt kommt. Ah, Polizeiboote sind wieder da. Die kommen jetzt wieder da. Wow. Einfach nur wow. Sorry, wenn man so schnell fährt. Will man da die exakte Position von mir wissen? Ich glaub, das ist gerade ein bisschen verbuggt, glaube ich eher. Okay, der kommt jetzt schon wieder an mir dran, ey. Ich fliehe für eine ganze Sekunde. Und dann. Was halt so machen. Der ist strippt so hoch, dass sie da drunter kommt bei denen. Jetzt aber einen Schaden. Weil die Sau. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Kann ich ihn runtertasern? Hm. Habe ich noch irgendwie Gadgets, die ich nutzen kann? Direkt oder. Nein, das wollte ich nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo kommt diesen scheiß Helikopter einfach nicht weg? Brauchen wir nicht mal runterschießen können, wenn wir was getestet habt eben. Nein, kein freies Schussfeld. Positionieren uns neu. Egal, was ich jetzt mache. Ich komme von dem Kopf einfach nicht weg. Vom Helikopter einfach nicht weg. Wenn ich, dass er jetzt noch dran bleibt, ist in Ordnung. Verstehe ich, kann ich sagen. Aber spätestens jetzt, wie ich jetzt Gas gebe. So. Guten Abstand von dem. Gut, der hält mir eigentlich Position gleich. Aber wenn ich jetzt hier die Kurve nehme. Zum Beispiel dann hier wieder. Kann ich nicht rein? Kann ich rein? Hier wieder die Kurve. Ich fahre. Jetzt fliehe ich auch mal. Wow! Jetzt ja doch! Hat denn das 10 der gedauert, ey? Das Ding? Ich höre sie. Alles okay? Ja. Ich bin in Sicherheit. Ihre Freunde haben den Kanal kurz freigegeben, damit ich mich bedanken kann. Tun Sie das, indem Sie auspacken. Auf jeden Fall, mein Freund. Passen Sie auf sich auf. Yo, ich gehe nie wieder nach Alcatraz. Nie mehr. Du musst den Traum leben, Mann. Eine Flucht von The Rock? Das ist 100% genial. Erzähl doch mal. Okay, erzähl doch mal. Hey, lass den Scheiß, Mann. Bitte, pass auf. Bitte. Ich würde jetzt gern ungefähr ein Jahr schlafen, wenn das für euch okay noch ist. Noch nicht. Oh, auf. Okay, gut. Gut, bin wach. Und voilà.
Bei uns ist jetzt Stadträtin Miranda Comey mit ihrer Meinung zum neuesten Schlag für Oaklands sinkendes Ansehen. Danke, Charlie. Aber ohne das stets wachsame Auge der Öffentlichkeit und einen sehr entgegenkommenden Augenzeugen würden wir diese Unterhaltung hier gar nicht führen. Ich möchte hiermit bekannt geben, dass wir bereits eine umfassende interne Untersuchung veranlasst haben, in Zusammenarbeit mit der Polizei von Oakland. Wir wollen den Namen des Oakland PD reinwaschen. Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Mitarbeiter des Oakland Police Departments wollten Oakland mithilfe prädiktiver Analytik sicherer machen. Stattdessen konnten einige korrupte Cops ihre Verbrechen hinter etwas verbergen, das ehrliche Polizisten vor Entdeckung und Vergeltung schützen sollte. Sie schmuggelten Drogen und mordeten. Und sie brachten die um, die sich wehrten. Wieder und wieder und wieder. Eine offizielle Untersuchung des OPD läuft bereits. Doch der wahre Schuldige, Blooms Verbrechensalgorithmus, bleibt außen vor. Vielleicht ist das System vorurteilsfrei, wie Bloom behauptet. Oder vielleicht konnte es missbraucht werden, weil diese Filter zum Aussondern der Armen, Schwachen und Machtlosen alle einprogrammiert waren. Ohne Veröffentlichung des Quellcodes werden wir es nie erfahren. DedSec hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Hey, hey. Wir müssen das große Ganze sehen, okay? Wir atmen tief ein. Alles, was DedSec macht, stützt unsere Version. Und ausatmen. DedSec ist eine Ablenkung. Aber sie sind unsere Ablenkung. Also halten wir den Gedanken fest. Namaste. Ja. Damit haben wir wieder das abgeschlossen. Und haben die korrupten Cops, oder zumindest einen Teil, mit aufliefern können. In San Francisco. Ja, wie viel Kohle wir aktuell haben? 29.000. Ja, wenigstens ist ja gerade nüch, ne? Oh, Stabschutzgehör hätte ich auch freigeschalten. Nur mal das da. Lackierung. Weihnachtslackierung wahrscheinlich. Nehmen wir die. Und rüsten sie mal aus. Kaufen. Ja. Kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ah, die ist auf dem Slot. Egal, habe ich ja. Also doch, so wollte ich es. Ja, genau. Passt. So wollte ich es. Oh, nochmal ein Upgrade bekommen. Ja, ich würde sagen, die Punkte investieren wir nochmal. Und werden dementsprechend dann erst die Folge beenden. Und die Folge wird auch einigermaßen ein bisschen länger sein als sonst. Oder wieder ein bisschen länger werden. Aber ich glaube, das geht schon. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Verkehrskontrolle explodiert. Was haben wir hier? Verbessert das automatische Ausschalten mit Fähigkeiten, das Ampelsystem zu hacken. Führen Sie Unfälle vorbei. Ah, nice. Auch bei Ampeln geht das jetzt. Ich score später so in Punkten. 6 Punkte auf jeden Fall. Da brauchen wir noch Kerndaten. Dass wir die lahmlegen können. Hier können wir unseren Speicher noch erweitern. Was haben wir hier? Kostet mich 4 Punkte, mein. Warum nicht? Nur noch 10 Punkte dann übrig. Alles für das Upgrade für ihn. Das war das Upgrade. Dann würde ich auch gerne noch einmal wirklich auf Punkte gehen. Die WP sind um 2. Nochmal um 2. Ja, dann haben wir eigentlich alle Punkte echt aufgesetzt oder
genutzt, würde ich mal sagen. Wir haben schon wieder hier ein Fragezeichen. Ja, bei der Lackierung, ne? Ja. Auf jeden Fall haben wir das wieder geschafft. Wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dementsprechend sehen wir uns wieder bei dem Spiel oder bei einem anderen Spiel. Was ich natürlich ganz vergessen habe, glaube ich, zu sagen, welche Spiele es, glaube ich, geht in der Zukunft. Falls ich es komplett vergessen habe, sage ich es jetzt gerade noch so. Weil ich denke mir, glaube ich, es könnte nämlich sein. Also, Modern Warfare, das Neue, habe ich Kampagne gezockt, wird es auch bald auf dem Kanal geben. Wie Red Dead Redemption, habe ich auch schon angefangen zu zocken, wird es wahrscheinlich auch dementsprechend auf meinem Kanal geben. Aber das werdet ihr dementsprechend auch alles sehen. Das heißt, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.